Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil wird sichtbar, mein Beistand wird die Völker richten. Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja. Aufgeschrieben sind diese Worte um das Jahr 539 vor Christi Geburt. Die Zeit war eine anstrengende und hoffnungsvolle Zeit. Die Israeliten waren in Babylon in der Gefangenschaft und nun sind sie zurückgekehrt. Sie haben große Hoffnungen, große Erwartungen, aber das, was sie vorfinden, ist ganz anders, als sie es erhofft haben. Der Tempel muss wieder aufgebaut werden, das Land muss aufgebaut werden, die Gemeinschaft muss sich erst wieder finden. In diese Situation hinein kommt Gottes Zusage. Mein Heil ist nahe, meine Gerechtigkeit ist nahe. Wenn etwas nahe ist, dann heißt es noch nicht unbedingt, dass wir das schon sehen, sondern dass wir etwas erwarten, dass etwas noch nicht da ist, aber kommen wird, dass etwas ganz dicht da ist, aber wir es noch nicht sehen. Meine Arme werden die Völker richten. Arme, man kann es auch mit Beistand oder Stütze ausdrücken, übersetzen. Meine Arme, mein Beistand, meine Stütze wird die Völker richten. Wir denken bei Richten meistens an Richter, die urteilen, verurteilen, zu strafen. Aber manche Handwerker richten etwas, dann machen sie es wieder funktionstüchtig, richten, auf den rechten Weg bringen. Mit meinem Beistand werden die Völker auf den richtigen Weg kommen, zurechtgebracht werden. Das ist die Aussage, die Gott den Israeliten macht und eine Aussage, die nicht nur für die Israeliten in damaliger Zeit gilt, sondern für die Völker zu allen Zeiten. Ich wende mich den Menschen zu, ich helfe den Menschen, ich bin ihnen nahe. Das ist der Satz, den der Prophet Jesaja den Menschen in seiner Zeit weitersagt, der Satz Gottes. Ich bin euch nahe. Das heißt nicht, dass alles mühelos sein wird, aber es heißt, wir werden die Schwierigkeiten, die vor uns liegen, bewältigen. Für die Menschen damals die Schwierigkeit, das Land wieder aufzubauen, und sie haben es geschafft. Und für uns heute, dass wir die Schwierigkeiten, in denen wir leben, bewältigen können mit Gottes Hilfe. Er bringt uns auf den richtigen Weg. Das muss kein einfacher Weg sein, kein leichter Weg, aber er geht ihn mit uns. Amen. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, wenn Friede und Freude und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Es kommt die Zeit, in der die Völker sich versöhnen, wenn alle befreit sind und zusammenstehen in einem Haus der Welt. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen, mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der Menschengeist des Schöpfers Plan bewahrt. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, wenn Friede und Freude, Lieb und Gerechtigkeit
die Kreaturen löst. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Ich fragte: Wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner Hoffnung, den Stein von meinem Herzen, diesen schweren Stein? Mir ist ein Stein vom Herzen genommen. Meine Hoffnung, die ich begrub, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Er lebt, er lebt, er geht mir voraus.